Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagte: Diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Unrechtigkeit verdecken, denen haben oder die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind richtig geleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen, ohne Teilhabe gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen aufrichtig bis zum jüngsten Tag folgen. Unser Thema geht heute um Sicherheit im Diskurs des Korans und der Sunna. Liebe Schwestern und Brüder, im Islam bezeichnet Sicherheit allgemein den Zustand, der für Individuen, Gemeinschaften und sowie andere Lebewesen, Objekte und Systeme frei von unvertretbaren Risiken ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Im Koran steht zahlreiche Verse, die diese Tatsache bestätigen. Allah befahl mehrere Gebote für die Erhaltung von Sicherheit in der Gesellschaft. Einige davon sind diese: Für Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. So sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. So sagt er subhanahu wa ta'ala: Wer mit einer guten Tat kommt, wird etwas Besseres als sie erhalten. Und sie sind vor jedem Schrecken an einem und jenem Tag in Sicherheit. Wenn eine Gemeinschaft ihren Glauben verliert, wird es in Dunkelheit versinken. Es gibt keine Garantie für Sicherheit. Das Zeitalter, in dem wir aktuell leben, verliert allmählich dieses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen unseren Glauben stärken und die Hauptquellen unseres Glaubens, den Koran sowie die Sunna, erneut studieren. Wenn Islam als die freiwillige Hingabe an Allah bedeutet, dann bedeutet Muslim, welches die vierte Stamm- oder Verbform des aktiven Partizips des Wortes Islam ist. Der friedliebende Mensch. Der Mensch, der Frieden auf Erden verbreitet. Dies bekundigt er, sallallahu alaihi wasallam, am besten, indem er den Muslimen oder den Muslim folgendermaßen beschreibt. Der Muslim, das heißt, der friedliebende Mensch, ist ja schon sehr verantwortlich dafür, dass die anderen Muslimen, das heißt auch die anderen friedliebenden Menschen, vor seinen Händen und Worten sicher sind. In diesem Sinne sagte er, sallallahu alaihi wasallam, auch: Wer auch immer den Tag mit dem Gefühl familiärer Sicherheit und guter Gesundheit beginnt und die Versorgung für seinen Tag zu besitzen ist, als ob er die ganze Welt besäße.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alles Lob gehört Allah. Und Friede sei auf seinen letzten Gefährten, Mohammed, und seinen edlen Gefährten. Liebe Schwestern und Brüder, der edle Koran verbindet Sicherheit mit der Bewahrung dieses Segens. Im Koran steht, Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss. Ihre Versorgung kam zu ihr, zahlreich oder reichlich von überall her. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. In Heimatländern muss Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Eine Heimat findet der Gläubige überall dort, wo er seinen Glauben frei praktizieren und seine religiöse Identität bewahren kann. Entsprechend bepflegen wir eine bürgerschaftliche Beziehung zu den Städten, in denen wir leben, mit allen Rechten und Pflichten. Wenn das Heimat verloren geht, gibt es keine Frage mehr von Frieden oder Sicherheit. Das heißt, ist die Bewahrung des Heimat ein wesentlicher Bestandteil der Ziele der Religion. Allah schenke uns Sicherheit in unseren Heimatländern und schenke uns Friede. Amen.